Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Video möchte ich ein spannendes Experiment starten. Und zwar seht ihr hier frisch aus der In-vitro-Kultur Phalaenopsis violacea Blue Malaysian gekreuzt mit Phalaenopsis violacea Dark Red Norton. Also eine Naturformkreuzung. Ihr seht, spannende Blütenfarbe, schöner Blauton mit Violett gekreuzt. Das kann also sehr, sehr spannend sein, wenn die Pflanzen dann am Blühen sind. Das wird mit Sicherheit aber noch mindestens ein Jahr bis zwei Jahre dauern. Meine Idee für dieses Experiment ist, dass ich einen Teil der Pflanzen in Kolomi einpflanze. Dann wird immer sehr häufig Sphagnummoos eingesetzt für die Kultur von Jungpflanzen. Und was aber auch geht und ich schon über die vielen Jahre erfolgreich eingesetzt habe, ganz normales Orchideensubstrat, bestehen aus Pinienrinde. Hier seht ihr das Original-Umtopf-Set in Kooperation mit Orchideen Wichmann, entstanden aus meinem anderen Kanal gartenschlau.com. Und das wird also das Experiment sein. Das heißt, der Vergleich, wie entwickeln sich die Jungpflanzen, die ja noch relativ frisch hier sind und sich wirklich erstmal etablieren müssen im Substrat. Die waren ja vorher in einer Nährstofflösung in der In-vitro-Kultur. Das heißt, sie kennen sowas wie Kolomi, Sphagnummoos oder Pinienrinde noch nicht. Die hatten damit noch gar keinen Kontakt. Und deswegen wird es doch, denke ich mal, aus meiner Sicht sehr spannend sein. Und deswegen werden wir die Pflanzen jetzt eintopfen. An dieser Stelle sei gleich gesagt, abonniert den Kanal, sonst verpasst ihr die zukünftigen Videos. Ich kann Stand heute noch nicht garantieren, dass es überhaupt funktioniert. Ja, es kann auch sein, es geht total schief und alle Pflanzen gehen ein, aber das hoffen wir natürlich nicht. Und deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, auf jeden Fall Kanal abonnieren. Hier könnt ihr die Jungpflanzen sehen, noch einmal zur genauen Veranschaulichung das Blütenfoto der Mutter- und Vaterpflanze, also der Kreuzungspartner, die für diese Jungpflanzen verantwortlich waren. Ihr seht, es gibt durchaus große Jungpflanzen, es gibt aber auch teilweise sehr kleine Pflänzchen. Und deswegen ist es sehr interessant, wenn man dann hergeht und unterschiedliche Mixturen nutzt, unterschiedliche Größen der Pflanzen innerhalb der Substrate. Ihr seht, ich habe als Topf einen 9er-Topf genommen, weil ich die jetzt einfach in Massen noch übrig hatte. Es war für mich dann insgesamt einfacher. Das heißt, jetzt nehme ich hier diese Pflänzchen zur Seite, nehme mir meine Arbeitsschale, dass man nicht allzu viel herumsaut, und muss jetzt zunächst einmal schauen, was ich überhaupt für Pflanzen in welcher Größe habe. Das heißt, ich sortiere jetzt erst einmal vor und dann hoffe ich, dass wir eine entsprechend gute Ausgangsbasis haben. Das sind doch teilweise sehr kleine Pflänzchen, muss man dann schon aufpassen. Ihr seht, teilweise sind die Wurzeln sogar braun, das heißt, die waren schon sehr lange im In-vitro-Gefäß. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, dass ich wenigstens so ein paar kräftige Pflanzen pro Substrat habe, die man dann entsprechend auch nutzen kann oder die dann auch erfolgreich funktionieren. So, ich hoffe, die Anzahl ist dann ungefähr gleich. So, deswegen würde ich sagen, das sind jetzt hier diese Gruppen. Welche ist, müssen wir jetzt gleich schauen. Idealerweise für Kolomi nimmt man gleich die längsten Wurzeln haben, einfach, dass die dann auch bis runter kommen. Für Sphagnummoos ist das nicht ganz so wichtig, weil wenn man das von unten bewässert, dann saugt das ja komplett das Wasser auf. Deswegen könnte man da auch die kürzesten Wurzeln nehmen. Und für die Pinienrinde kann man eigentlich so die mittlere Länge der Wurzel nehmen. Deswegen würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt hier mal eine Pinienrinde hin. Hier ist die Pinienrinde, das ist das Sphagnummoos und hier machen wir das Kolomi-Steinchen hin. Das sind die Kolomi-Pflänzchen. Nehmen wir den ersten Topf. Ich würde sagen, wir fangen mit Kolomi an, weil ich hier sowieso schon eine offene Packung habe. Das heißt, wir nehmen die Pflanzen mit den längsten Wurzeln. Und ich hoffe, es wird jeweils ungefähr so 4 Pflanzen sein pro Topfversuch. Ihr seht, wenn hier jetzt noch irgendwo so ein bisschen Agar-Agar vorhanden ist, dann sollte man das doch entfernen. Im Normalfall ist das aber nicht ganz so dramatisch. Müsste eigentlich immer ganz gut funktionieren. Wenn jetzt so ein Blatt abgebrochen ist, dann macht ihr das am besten auch gleich weg. Wenn die Wurzeln nicht ganz bis runter reichen, müsst ihr die Pflanze eben bis ganz runter machen.
Und so wäre die erste Pflanze schon mal in Kolomi eingepflanzt. Kommen wir gleich zur nächsten. Also nicht wundern, falls ich dann aus einem anderen Häuflein ein Pflänzchen entnehme, weil, wie gesagt, da ist das Wichtigste, dass die Wurzellänge passt. Ich denke mal aber hier, das ist schon okay. Dann gehen wir hier hin. Vielleicht kann man die Wurzeln auch entsprechend ein bisschen in eine gewisse Richtung vorgeben. Und wenn hier so eine braune Wurzel ist, die muss auf jeden Fall schon einmal weg. So. Ist ein bisschen umständlicher, als ich es sonst habe. Wichtig ist, dass eine bis zwei Wurzeln auf jeden Fall Bodenkontakt haben. Die hier ist sehr, sehr kritisch. Kann aber auch funktionieren, schaut eigentlich noch ganz gut aus, hat jetzt viele Wurzeln, aber ich denke mal, ich nehme doch lieber erst einmal die hier. Zunächst einmal die Pflanzen, die auch so von der Substanz her am besten ausschauen. So, jetzt sind wir schon mal bei drei Pflänzchen. Ui, die hat auch gelitten. Aber wir versuchen es trotzdem. Vielleicht ist das dann hinterher doch die, die man unterschätzt hat. Und dann macht man hier die braunen Wurzeln in jedem Fall weg. Nehmen wir das nächste Töpfchen. Dann haben wir zumindest schon mal vier Pflänzchen fürs Kolomi. Gibt es ansonsten hier noch eine Pflanze? Ah, die wäre eigentlich fast perfekt gewesen. Komm, den nehmen wir jetzt noch für Kolomi. Einfach weil die so richtig lange Wurzeln hat. Ich meine, das ist ja ein Experiment und bei Experimenten kann man das natürlich auch so beeinflussen, indem man einfach schon mal das richtige Material, sage ich mal, nutzt. So, jetzt haben wir hier doch schon Unterschiede. Man sieht das auch deutlich in der Fülle des Substrates im Topf. Jetzt gehen wir her und nehmen die Pflanzen, die wir in Pinienrinde einpflanzen. Habe ich ja gesagt, kann man auch die mit der mittleren Wurzellänge nehmen. Aber ich glaube, wir haben noch so viel Auswahl. Oh, die wäre auch super gewesen für Kolomi, wenn man es genau nimmt. Schöne lange Wurzeln. Aber wir schauen mal, wenn wir erstmal vier Töpfchen haben, je Substratklassifikation, können wir das machen. Im Grunde ist mit Pinienrinde auch das gleiche Schema. Jetzt kleben die hier an ihrem Bild der Mutter. Jetzt muss man das wegnehmen, die Wurzeln. Und dann kommt jetzt die Pinienrinde. Habt ihr eigentlich auch schon mal Orchideen-Jungpflanzen selbst vermehrt? Oder halt selbst aus der Flasche ins Substrat gebracht? Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Oh, schon sehr grobes Substrat, aber eigentlich sollte das funktionieren. Ja, so ganz tief ist sie nicht eingepflanzt. Aber ihr seht, es ist vom Prinzip her schon ganz anders. Ach komm, das Etikett kann ich jetzt gleich reinstecken, wenn es schon hier steht. Kommt das nächste Töpfchen, das nächste Pflänzchen. Die schaut eigentlich ganz gut aus. Wäre aber wahrscheinlich eher was für Sphagnum Moos. Wo haben wir noch eine? Die hier hat auch noch zwei kräftige Wurzeln. Die braunen Wurzeln machen wir weg. So, damit ist schon mal die zweite Pflanze in Pinienrinde eingepflanzt, kommen wir zur Nummer 3. Kommen wir mal noch gleich die, dass es nicht so lange dauert. So, Nummer 3, die nehmen wir erstmal nicht. Wir nehmen... Kommen wir nehmen die, die schaut eigentlich gut aus, da hatte ich ja gedacht, dass wir die auch für Kolomi nehmen können, aber wir nehmen die jetzt einfach für die Pinienrinde. Und ihr seht schon, hier ist sogar noch ein bisschen Sphagnum Moos dabei. Das ist einfach in der Mischung ganz gut, weil das doch die Feuchtigkeit ganz gut hält. Und Sphagnum Moos im Grunde ist ein echt gutes Substrat für Orchideen, gerade für Jungpflanzen, weil das wirklich viele gute Eigenschaften hat. Das heißt, es hält die Feuchtigkeit gut, es trocknet nicht so schnell aus und wenn es mal trocken ist, kann man es ganz gut wieder angießen. Und
Der Vorteil ist auch, dass es desinfizierend wirkt. Und gerade bei Jungpflanzen, die ja doch ein bisschen empfindlicher sind, jetzt hätte ich eine Schere nehmen sollen. Ja, was geht? Gerade bei Jungpflanzen ist eigentlich Sphagnummoos eine ganz gute Sache. Und jetzt seht ihr, hier haben wir das Sphagnummoos. Hier muss man aufpassen. Sphagnummoos wird, wenn es Wasser zieht, deutlich größer. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn man hier so ein kleines Päckchen nimmt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann ist das Einfachste, man nimmt die entsprechende Pflanze, bearbeitet die vorher, macht also die kaputten Wurzeln weg, steckt die hier in das Sphagnummoos hinein. Ja, und dann stellt man sie einfach in so ein Töpfchen. Und wenn das dann aufquillt, ist das schon richtig. Deswegen einfach mal hier in den Eimer mit Wasser. Und wenn es aufquillt, es fängt jetzt nämlich schon an, dann sollte das Töpfchen weitestgehend aufgefüllt sein und ausgefüllt sein. Und jetzt nehmen wir hier die nächste Pflanze. Und dann kommt die auch in ein Töpfchen mit Sphagnummoos. Schnell ins Wasser tauchen, dass sich das Sphagnummoos ein wenig vollsaugt. Muss man später sowieso nochmal angießen. Dann kommt das nächste Sphagnummoos. Päckchen, dass wir dann auch hier vier Pflanzen haben. Das heißt, wir schnappen uns. Ui, die hat auch ein bisschen Blattschaden. Das ist halt das Problem, wenn man so eine Flasche mit dem Hammer knackt, kann das schon passieren, dass die Pflanze auch ein bisschen Schaden nimmt. Jetzt kommt diese Pflanze, aber da ist noch eine braune Wurzel, die muss noch weg. Jetzt kommt diese Pflanze hier auch noch in das Sphagnummoos hinein. Dann in den nächsten Topf. Dann ins Wasser eintauchen. Dass sich ein bisschen vollsaugt. Und dann ist schon die nächste Pflanze eingepflanzt. Und dann brauchen wir hier die nächste Pflanze. Und die wird dann auch in den nächsten Topf gesteckt. Und schon haben wir vier von vier pro Substrat, die einmal in Kolomi stehen, einmal in Pinienrinde stehen und einmal in Sphagnummoos stehen. So, ihr seht, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Pflänzchen übrig und ich habe jetzt nur noch hier zwei Töpfe. Das heißt, ich werde noch Töpfe benötigen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt noch eine Pflanze mindestens in Kolomi. Das heißt, hier machen wir die braunen Wurzeln weg. Und die kommt nochmal in Kolomi hinein. Das heißt, Pflanze komplett bis runter oder so weit runter, wie es geht. So. Bei Kolomi ist das leider so, dass die Wurzeln, oder was heißt leider, es ist halt vom Prinzip so, wenn die Pflanze klein ist und wenig Wurzeln hat, dass sie sehr weit unten im Topf ist. Macht aber nichts. Jetzt haben wir noch eine in Kolomi. Und ich hätte jetzt gedacht, da ich jetzt nur noch einen Topf übrig habe und die ja sowieso so klein sind, reicht das, wenn ich diese Pflanzen in einen Gemeinschaftstopf setze. Das heißt, ich nehme mir hier entsprechend das Sphagnummoos. Nehme die erste Pflanze. Mach sie fest. Oder was heißt fest? Pseudo-fest. So wahnsinnig fest ist nicht. Aber ich muss noch die Wurzeln wegmachen, die so braun sind und eigentlich schon nichts mehr bringen, der Pflanze. Das heißt, nochmal hier schön ansetzen, festhalten. Die nächste Pflanze nehmen. Hier ist ein braunes Blatt, das muss auch weg. Diese Wurzel, ja, wahrscheinlich wäre die noch gegangen. Dann machen wir hier die nächste Pflanze fest. Die hat hier auch noch ein kaputtes Blatt. Machen wir auch die nächste Pflanze fest. Also ich bin mir eigentlich jetzt schon fast sicher, dass hier in diesem Fall das Sphagnummoos die beste Wahl ist, weil ich über die letzten Jahre die besten Erfolge immer im Moos hatte und nicht in Pinienrinde. Aber da hatte ich ja noch kein Kolomi. Und Kolomi hat ähnliche Eigenschaften wie Sphagnummoos. Nur eben, dass es nicht diese desinfizierende Eigenschaft hat. Oh, ich habe sogar zwei Töpfchen, ist ja egal. Und dann kurz ins Wasser halten.
damit es schon mal anfängt, Wasser zu ziehen und zu quellen. Ihr seht ja, die anderen haben sich jetzt schon recht gut angepasst im Topf. Man merkt, dass sobald man das in der Hand hat, fängt es auch an zu quellen. Und jetzt müssen wir eigentlich den letzten Schritt machen, das heißt alle Pflanzen noch wässern. Ich merke jetzt hier in diesem einen Topf ist noch ein bisschen wenig Moos, das heißt man kann hier noch ein bisschen nachfüllen, aber in dem anderen müsste es soweit passen. So, jetzt seht ihr, ich habe die Pflanzen alle eingetopft. Das heißt, der letzte Schritt ist an und für sich den Pflanzen noch das entsprechende Wasser zu verpassen. Bei dem Sphagnummoos würde es schon ausreichen, so wie es ist. Das heißt, die Pflanzen, die jetzt in Pinienrinde sind, die muss man natürlich speziell festhalten, dass da die Pinienrinde nicht heraustaucht. Und dann taucht man das einfach zwei, dreimal ein, dass das oberflächlich nass wird. Was man natürlich auch machen kann, die Pinienrinde zuvor anfeuchten. Weil man sieht es, die Pinienrinde ist teilweise feucht, teilweise nicht feucht. Das heißt, da muss man auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch einmal frisch nachwässern. Machen wir am besten gleich nochmal hier. Ist immer ganz gut, wenn man feuchte Rinde nutzt. Dann hat das nämlich einige Vorteile, weil das dann nicht sofort super trocken ist. Denn das Problem ist, die Pflanzen sind ja in der In-vitro-Kultur praktisch dauernass. Und das heißt, das sind sie ja jetzt mehr oder weniger gewohnt. Dann haben wir diese Pflanzen schon mal eingepflanzt. Und jetzt würde ich mich freuen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dass ihr den Kanal abonniert. Jetzt mache ich das nämlich hier. Also nicht das Kolomi abonnieren, könnt ihr auch abonnieren, aber das Kolomi auch wie das Rindensubstrat einfach mal vorab anfeuchten. Das merkt man dann schon, dass es insgesamt gleich schwerer wird. So ähnlich, also Kolomi funktioniert ja wie Pinienrinde, das heißt, oder auch alles, wo Feuchtigkeit aufnimmt, da kann man einfach den Topf dann anheben und stellt fest, ah, da ist noch so viel Feuchtigkeit drin. So, jetzt ist auch die letzte Pflanze. Jetzt überlege ich noch, Sphagnummoos noch mal anfeuchten, zumindest so ein bisschen kann man das machen. Es nimmt ja super schnell Wasser an oder auf und hält das dann dementsprechend gut. An sich sollte es nur so feucht sein, dass es wirklich nur ansatzweise feucht ist. Und wenn man es quetscht, dass dann nur so ein paar Tropfen Wasser rauskommen. Und dann war es das mit dem Experiment. Und wenn alles gut funktioniert, dann wird die Pflanze irgendwann auch mal so groß sein wie diese Brassica, die hier wunderschön am Blühen ist. Jetzt ist eine Phalaenopsis natürlich weit weg von einer Brassica zehe, aber wenn sie blüht, ist sie ebenfalls schön. Und ich wollte euch jetzt einfach mal hier diese Brassica Eternal Wind vorstellen. Schaut euch mal diese Blüte an. Ist sie nicht klasse? Grün in Grün. Schaut für die einen oder anderen langweilig aus, aber so eine Spinnenorchidee hat doch eine fantastische Blüte. So, und jetzt würde ich sagen, Kanal abonnieren. Das Experiment hat begonnen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.